Nichts für schwache Nerven. So gefährlich sind die Stunts bei Alarm für Cobra 11. Na, von dieser Polizistin lässt man sich doch gerne anhalten. Katrin Hess mischt Alarm für Cobra 11 schon seit 2011 als Kommissarin Jenny Dorn auf. Gefährliche Stunts inklusive. Gerade erst feiert die Action-Crew großes Staffelfinale. An ihre gefährlichste Szene erinnert sich Katrin aber noch sehr genau zurück. Da geht es nämlich so richtig zur Sache. Springen, tauchen, also ohne Tauchrüstung unter Wasser, 7 Meter absinken, gefesselt mit Gewichten. Also wirklich viel Action. Puh, das hört sich ja fast schon lebensgefährlich an. Da bekommt man doch sicher ganz schönes Muffensausen. Tatsächlich gar nicht, weil ich den Stuntleuten so vertraue und die das vorher absichern und sichern, das ganz genau erklären. Und da fühle ich mich echt gut aufgehoben. Mutig, mutig. Tatsächlich lebt die Action-Lady privat sogar fast noch riskanter. Eine Sache ist nämlich selbst für die TV-Polizistin gar nicht so einfach. Ich kann nicht so gut rückwärts fangen. Also rückwärts einparken ist in Ordnung, aber so rückwärts auf die Straße setzen, das waren so die Unfälle, die mir dann passiert sind. Apropos Unfälle. Zum regelrechten Explodieren bringt Katrin auch so einiges. Unzuverlässigkeit. Und wenn ich in Eile bin, wenn das nicht alles so klappt, wie es klappen soll. Das hatte ich gestern irgendwie, dass ich im Stau stand und schnell weiter musste und echt überlegt habe, ey, trete ich einfach aufs Gas und fahre dem vorne rein, dem Arm, weil ich so wütend war. Na, das könnte ja glatt eine Cobra-11-Szene sein. In Katrin steckt offenbar auch privat ein wenig Action-Adrenalin.